Den habe ich schon wahnsinnig lang nicht angehabt. Ob man das noch tragen kann heute, passt mir der, glauben Sie? Aber keine Frau, unter dem können Sie nur Chadasch tanzen. Ja, weil der wäre nämlich prima. Das ist echte Schafwolle. Ja, und hat gestrickt, das sieht man doch. Ja, was? Natürlich. Aber da dürfen wir nicht vergessen, Mottenmittel dazwischen zu legen. Wissen Sie, eine Frau für Motten sind solche Norweger eine Hauptmahlzeit. Ich hab das darf ich auch nicht vergessen. Ich weiß nicht. Hier, das. Ah, lassen Sie noch. Schauen Sie das. Ja, und den Schal und Handschuh fressen die Motten als Kompott gern noch hinterher. Wissen Sie, das ist ja einstweilen nur eine vorläufige Auswahl. Entscheiden tue ich mich erst nächste Woche. Sagen Sie mir, ist das nicht ein bisschen früh für die so warmen Sachen einmotten? Weil auch Ostern hat noch seine saukalten Wintertage. Aber zum Beispiel heute geht doch wirklich ein eisiger Winter. Ja, aber Frau Sokol, das wird doch nicht eingemottet. Das ist doch für einen Urlaub. Aber das jetzt schon? Weil Ostern wollen Sie doch nicht wegfahren, wie ich weiß. Ist auch kein Osterurlaub. Das ist ein einmaliger, großartiger, wunderbarer Traumurlaub. Ah ja? Na, da bin ich aber gespannt, wer Gewinner wird. Was heißt denn das, wer gewinnen wird? Ja, weil, meine Frau, Sie haben doch der Garderobe nach was Kaltes im Auge, ne? Und der Herr Sektionschef, der ist unlängst am Schreibtisch gesessen und hat ein Prospekt über Griechenland vor sich gehabt. Entschuldigen Sie, aber da ist ein Loch drin, das nennen Sie. Ein Loch drin. Ja. Und ich habe so rund um ihn abgestaubt. Und da hat er gemurmelt, 40 Grad im Schatten. Ja. Na, und, meine Frau, bei dem Klima, ja, da können die Motten in ihre Norweger Schurchblatteln. Aber Frau Sokol, mein Mann, der liest doch nur diese Urlaubsprospekte, damit sie ihn ein bisschen gruselt. Wissen Sie, wie ein anderer Geisterbahn fährt oder sich einen Thriller anschaut. Also. Da kriegt er nämlich immer mehr Lust auf seinen geliebten Attersee. Aha, ich verstehe alles. So. Ach ja. Haben wir das jetzt? Ja, das haben wir. Gut. So, also ich sage Ihnen, ich möchte Ihnen das so gern sagen. Nein, aber ich sag's Ihnen nicht, Wissen Sie was? Raten Sie doch. Wegen den Urlaub? Ja. Na, wenn man das so anschaut, raten. Ja? Ja, da möchte ich sagen, vielleicht haben Sie in einen Eskimo verschaut und fahren ihm nach oben in seine Schneehütte. Das ist ja unglaublich dumm, entschuldigen Sie. Aber nein, eigentlich sind Sie ja gar nicht weit davon entfernt. Was? Gar nicht. Frau, das ist doch nicht... Ich meine, was sagt denn der Herr Sektionschef dazu? Der sagt gar nichts dazu, weil er es nicht weiß. Der ist doch schon wieder verreist. Immer wenn irgendetwas wichtig ist, wo ich was mit ihm besprechen will, da ist er verreist. Also, Frau, das geht er eh nicht sehr gefällig aufnehmen. Das kann ich Ihnen sagen. Und außerdem mit einem Eskimo reden sind er noch viel schwerer. Die essen ja auch so merkwürdige Sachen. Fische und Eisbären. Das werden sie nicht vertragen. Und dann sollen sie ihre Frauen an Gäste ausborgen. Und das sind sie auch nicht gewöhnt, ne Frau, weil das macht der Herr Sektionschef ja doch nicht. Frau Sokol, tun's mir da nichts vermiesen. Ich sag Ihnen nur eines. Mein Lebenstraum ist im Begriff, in Erfüllung zu gehen. Na, ich sage Ihnen, ich freue mich halt so. Ich fühle mich um 10 Kilo leichter und um 20 Jahre jünger, wirklich. Wissen Sie, einen Inländer geht dann noch fressen, der Herr. Aber wissen Sie, es wird natürlich schwer sein, das meinem Mann beizubringen. Das ist klar, ja. Aber es ist das los. Das Los ist gefallen, das Schicksal hat gesprochen. Aber an Eskimo glaube ich nicht, da werden wir harten Zeiten entgegengehen. Jetzt hören Sie doch auf, mir diesen Unsinn davor zu reden, Frau Sokol. Ja, also gut. Aber nein, Sie, jetzt brauche ich meine Familie. Meine Familie, und zwar möglichst alle. Das ist nämlich sehr notwendig. Wissen Sie, wo der Tommy ist? Also, mein Mann ist schon nicht da. Der Guido kommt viel später. Den Tommy brauche ich ganz dringend. Ich werde telefonieren gehen. Bitte schön. Und Frau Sokol, bitte, machen Sie sehr viel Kaffee, viel Kaffee und nicht nur Mehlspeis, sondern auch so Brötchen, also Sandwich, Sie wissen. Eine Frage, die habe ich sowieso schon vorbereitet. Haben schon vorbereitet, weil es kommt nämlich ein Herr und ich weiß nicht, ob der was Süßes mag. Aha, nur vielleicht Rollmöpse in Aspik, da hätte ich noch ein paar. Ja, könnten mag Sie, er die? Könnten Sie ruhig dazustellen, werden wir sehen, ob Sardinen hätte ich auch noch ein paar, da ist allerdings schon das Datum abgelaufen, aber die Herren von da oben, die schmecken das eh nicht. Frau Sokol, ja. Jetzt kommen Sie her. Ja.
Wie schaue ich aus? Na, eh so, dass man es nicht glauben wird. Nein, es ist nämlich wichtig. Bin ich ganz in Ordnung, schaue ich halbwegs aus. Was heißt halbwegs? Ich habe mich schon gewundert, dass ich daheim mit einem Kleid herumrenne, mit dem die anderen Leute in die Oper gehen. Nein, wissen Sie, es ist nämlich ganz wichtig, dass ich heute richtig gut ausschaue, weil sonst ärgere ich mich 14 Tage lang. Okay. Frau Sokol, ich bitte Sie, machen Sie eine super Jause. Und alles andere erfahren Sie ja später, weil ich muss ja meine Familie informieren und da können Sie mithören. Ist gut. Na, ich danke, weil das mit dem Eskimo vor ist. Warum? Also, das bringe ich nicht dem Herrn Sektionschef. Da hilft auch kein Melissentee mehr, da brauche ich auch Holznacken. Elfi, du bitte, sei so lieb und bring den Tommy rauf. Na ja, jetzt ist er nicht da, aber der kommt ja sehr bald. Na, hoffentlich. Und was ist mit Ernstl? Du, der muss kommen, das ist ganz wichtig, Elfi. Na, das, sei nicht so neugierig. Nein, das kann ich dir noch nicht sagen. Nein, nein, ich sage dir nur, es ist etwas ganz Großes, etwas Einmaliges. Du wirst, es kommt nämlich ein Herr, ihr werdet ja dann alles erfahren. Ich bitte euch, macht euch jetzt sehr fesch und kommt rauf, ja? Ich warte auf euch. Servus. Na bitte. Das wird ihm alles nicht schmecken, dem Herrn aus dem Norden. Aber das ist mir wurscht. Wir werden ihn so füttern, wie es bei uns der Brauch ist. Na, dass die gute Frau auf einmal so einen Klamsch kriegt, das hätte man nicht vorgestellt. Gott sei Dank sind eh nur Sie. Na, das ist eine Feine. Was heißt nur Sie? Bei wem haben Sie erwartet? Den Frankenstein oder was? Wieso soll der auch kommen? Wieso? Erstens, Frau Sokol, ist es unfein, auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten. Das gehört Sie nicht. Und wieso darf ich sagen, der Frankenstein A? Wieso A? Das klingt so, als ob der Dracula drin schon Kaffee trinkt. Gehen Sie wartet. Ja. Herr Heinz, machen Sie mich noch nicht konfuser, als ich eh schon bin. Ich weiß ganz genau, der Dracula, das ist einer mit so seitlichen Hauer, der in der Nacht die Leute anbeißt. Das ist nämlich nicht so, dass ich mich nicht auskennen wartet. Nein, im Gegenteil, Sie sind bewandert in der schwarzen Literatur. Das ist auch nur recht und billig für eine Hex. Sie, ich werde mit meinem Besen ab... Vorsichtig mit dem Besen, da würde ich nicht so umgehen, weil sonst beschädigen Sie sich noch Ihr Transportmittel. Sie? Ja, bitte, regen Sie nicht auf. Ich habe Ihnen dafür etwas sehr Reizendes mitgebracht. Das werde ich Ihnen dann später vorlesen. Was Reizendes? Ja, übrigens, die Frau Sektionschef erwartet mich dringend. Ja, und noch was bitte. Dass mir der Kaffee nicht wieder so dünn wird wie beim letzten Mal. Weil der letzte Kaffee, Frau Sokol, war fast schon ein Sozialfall. Sie, was heißt denn das schon wieder Sozialfall? Der hätte, eigentlich hätte der zwei Krücken gebraucht, links und rechts, weil allein konnte der vor Schwäche kaum aus der Kanne. Sie! Brav sein, Frau Sokol. Ich lese Ihnen dafür dann zum Trostlos vor. Wissen Sie, werden auch mit jedem Tag etwas weniger gescheit. Sehen Sie, und Sie werden demnächst sicher noch eine richtige Dame. Grüß Gott! Ja, Heinz, das ist fein, dass Sie schon da sind. Also heute habe ich es kaum erwarten können, dass Sie kommen. Was ist, wollen Sie gleich einen Kaffee, wollen Sie warten auf die anderen? Ich glaube, wir warten mit dem Kaffee lieber noch ein bisschen. Na gut. Weil ich glaube, ich habe die liebe Frau Sokol etwas in Garant gebracht und es wirkt sich dann immer auf die Qualität des Kaffees aus. Ja, ich kenne Sie. Wenn Sie die Sokol nicht pflanzen können, sind Sie krank. Ja, aber wenn die Sokol sich ja mir nicht mehr wehren kann, dann müssen wir einen Arzt rufen. Also was sagen Sie? Was sagen Sie, dass ich dieses Preisausschreiben gewonnen habe und dass ich in den hohen Norden fahre? Ist unglaublich, nein. Toll. Also es ist so, ich habe noch nie den Gewinner eines Preisausschreibens persönlich kennengelernt. Nein, wissen Sie, ich habe immer geglaubt, das ist überhaupt, und darum bin ich so verblüfft. Ich habe gedacht, alle Preisausschreiben sind überhaupt nur Schwindel. Gewinner tut da gar nie jemand was, sondern sie schreiben halt irgendeinen Namen hin. Und jetzt lerne ich wirklich, einen Preisrätselgewinner sitzt in allernächster Nähe vor mir. Wissen Sie, es war ja gar kein Rätsel, es war ja so watschen einfach. Ich habe ein Waschmittel gekauft, da ist mir so eine Karte in die Hand gedrückt worden, habe ich geschaut. Also blöde Fragen, so einfach. Ich weiß nicht, wie wirkt das Superwaschmittel auf die Wäsche und wie finden Sie es? Also ich habe das aus Jux ausgefüllt. Meine Karte wird gezogen.
Also, was Sie nicht wissen, ja. Heinz, mein ganzes Leben lang habe ich mir sehnlichst gewünscht, einmal die Mitternachtssonne zu sehen. Wirklich. Einmal. Und jetzt toll. Wird mein Wunsch erfüllt. Das finde ich wunderbar. Sagen Sie mal, und Mitternachtssonne? Ich meine, das wird garantiert von den Preisrätselmenschen? Ja, ich glaube, die ist dort selbstverständlich, ne? Das weiß ich nicht. Ich bin in meinem Leben noch nie nördlicher als Hamburg gekommen. Aber ich weiß zum Beispiel, es war bei einem Freund, der ist in einem Reisebüro und die haben da eine Reise organisiert zu einem Vulkan, wo den Reiseteilnehmern garantiert wurde, dass der Vulkan spuckt. Und dann sind die dorthin gekommen und standen mit klappernden Zähnen, schlotternd vor Kälte, am Kraterrand und haben in den erloschenen Vulkan geschaut und gespuckt hat der überhaupt nicht. Ja, entschuldigen Sie, Gott sei Dank, wenn die da am Rand stehen, die wären ja alle futsch gewesen. Ja, aber offenbar sind denn, da wären ihnen das lieber gewesen, als dass sie sich betrogen gefühlt haben. Und so haben sie ihr Geld zurückverlangt. Nicht so seltsame Wege geht die menschliche Seele. Ja, ja, wollen Sie mir alles vermiesen? Nein, ich will Ihnen überhaupt nichts vermiesen. Im Gegenteil, ich habe Ihnen wunschgemäß sogar einige Unterlagen über Ihr Reiseziel. Ja? Rausgesucht, bitte Abendbild der Völker, Abend der Arktis. Das ist auch sehr gut. Was ist das? Das sind Viecher. Ja, das ist so lieb von Ihnen. Danke. Vorkommen. Und da haben Sie mir, soll ich mir die zuerst anschauen? Ein paar habe ich Ihnen schon so Zettel hineingelegt, wo ich glaube, dass Sie die Bilder so besonders gerne nehmen. Jesus, nein, das darf doch nicht wahr sein. Schauen Sie sich das an. Das ist, nein, ja, wie lieb. Ja, auch unfassbar, nicht, wenn man sich denkt, dass der dass die erschlagen jedes werden. Jahr wieder 100.000. Gott, ist das ein schönes Bild, das ist ein herrliches Buch. Ich glaube, das werden wir kaufen, werde ich mitnehmen auf der Reihe. Das gibt's dort oben? Naja, das ist der Elch, natürlich. Elchen und Rentiere, das sind ja dort so die Haustiere bei den Lappen. Fantastisch. Fantastisch, Heinz. Heinz, ist das schön. Bitte tun wir auch. Bitte, dass Sie sich vorher schon über alles eingehen. Schau, das ist aber gut. Da haben Sie Ihre geliebte... Meine Mitternachtssonne. Da ist Ihre Mitternachtssonne. Gott, ist das ein schönes Bild. Okay, hör doch auf. Sehr einmalig. Toll. Herrlich, danke vielmals. Und da bitte sehr, falls Sie ein bisschen dort sich herumtun wollen und so fürs Spazierengehen, habe ich Ihnen auch eine Grönlandkarte mitgebracht. Bitte schön, damit Sie genau wissen, wo Sie sind und wo Sie dort herumgehen. Ja, aber das sind ja lauter weiße Flecken. Ja, das ist, Parkplatz ist, glaube ich, sehr günstig dort zu finden. Nein, aber im Ernst, das stelle ich mir wirklich faszinierend vor, in eine Landschaft zu schauen, die eigentlich auf einem anderen Planeten sein könnte. Ja, eben. Sie werden ein starkes Gefühl von Einsamkeit empfinden. Bitte, das sagt nicht ich, das sagt der Verfasser von einem dieser Bücher, nicht? Ja, danach sehne ich mich. Und dort oben, wo die auch, schreibt auch der, dass eigentlich der Begriff des Zwielichts, das ist dort oben erfunden worden. Weil es ist nie ganz hell und nie ganz dunkel. Ich glaube, dass das an die Nerven einen Stress darstellt, aber 14 Tage halten wir es aus und Sie sind eine robuste Natur, also ich mache mir da keine Sorgen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich freue. Jetzt kommt ein Herr Muxl, der wird jetzt gleich hier reinkommen. Und also jedenfalls hat er gesagt, der kommt jetzt, und der bringt mir also die Flugtickets. Ja. Und dann bringt er mir, weiß zwar nicht wofür, Bons, hat er gesagt, bringt er mir. Und dann will er von mir Fotos machen. Ich im Kreise meiner Familie. Ja, Sie müssen natürlich dabei sein bei den Fotografien. Furchtbar gerne, bitte, wenn ich darf, sehr gerne. Natürlich. Der Herr Sektionschef wird... Nein, der ist leider nicht da. Ach so, nein. Da fehlt ja immer, wenn's wissen Sie, in letzter Zeit sind wir sehr oft fotografiert worden, aber er war nie dabei. Ach so, gut. Ja, so sind Sie mich jetzt schon. Wie geht's Ihnen denn? Ich bin heute schreckhaft, glaube ich. Ja, das ist das Wetter. Ja. Das kann sein. Frau Sogol, ich möchte Ihnen nur eine ganz kleine Mitteilung machen, also nur für meine Person, ja? Ja, ja. Also bitte ja, danke nein. Aha, was heißt denn das? Heute geben mir alle Leute Rätsel auf. Also bitte ja heißt, bitte Kaffee, ja, aber Brötchen, Mehlspeitz, danke nein. Ach so, Sie sind so konsequent, heute nicht. Aus, vorbei. Ich habe mich an den Zipfelschluss erinnert, unlängst eine zugangen ist. Das war ein Hitz, was? Haben Sie nur einen Arm? Ja, oh mein Gott. Dann habe ich mir fest vorgenommen. 10 Decker mehr und so
sofort wird alles eingeschränkt. Ja, wie tun Sie das eigentlich so kontrollieren? Meine Methode, ich steige jeden Tag auf die Waage. Ihr braucht meine Methode, ich steige überhaupt nicht hinauf. Feig. Ja, zugegeben. Frau Sokol, es wird dann der Tommy kommen. Wissen, der will, in letzter Zeit mag der keinen Kaffee mehr. Nun bringt er was an, das macht er nicht. Vielleicht ein Kakao oder irgendwas. Kakao oder irgendwas, ja, haben wir eh. Mein Mann kommt dann auch, ja? Ist okay, Frau Sokol, ja? Sagen Sie, Entschuldigung, nehmen wir uns Platz. Haben Sie eine Ahnung, was los ist? Meine Schwiegermutter hat schon zweimal bei uns angerufen. Sie hat gesagt, wir sollen uns schön machen. Also ich habe mir ein bisschen aufgemascht. Ja, schon, das Gelbe passt Ihnen sehr gut. Ja, danke. Ja. Wissen Sie, es ist so, die kleine Frau hüllt sich in Schweigen, aber mit ein paar Fragen bin ich hier, glaube ich, so auf die Sprünge gekommen. Nur verraten Sie mir ein paar Sprünge. Ich werde Sie nicht verraten. Ist ja wurscht, weil sie will es dann eh erzählen. Der Familie hat sie gesagt, wenn der Besuch kommt. Ich glaube, es ist ein Eskimo. Bitte? Ja, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Ein Eskimo. Den hat es irgendwo kennengelernt. Weiß ich wo. Den Eskimo. Wir haben heute schon den ganzen Vormittag haben wir warme Sachen probiert. Pullover und Schal und Strümpf und Handschuhe. Das ist ja klar. Da oben rennen ja auch die Eisbären mit einem Glas Grog in der Tatze herum. Ja, cool. Sie reden Chinesisch, was? Nein. Also bitte, erklären Sie mir das jetzt genau. Schließlich ist der Franz ist ja auch noch da. Also was? Der Herr Sektionsfranz, der Chef, der hat überhaupt keine Ahnung, weil er ist ja fort, er ist ja nicht da. Es geschicht ihm ja auch nicht ganz unrecht, nicht unter uns gesagt. Wir haben ja genug zu tun gehabt mit seiner Johannistriebe. Aber dass die kleine Frau jetzt auch so einen Klamsch kriegt, wie ich vorhin mit mir selber gesagt habe, das hätte ich nicht vermutet. Ich verstehe Sie ganz genau. Sie haben den Verdacht, meine Schwiegermutter liebt einen Eskimo. Psst, so laut vielleicht war es noch gar nicht. Es ist nur so, sie macht sich hübsch, sie hat glänzende Augen. Na, wann das nicht verdächtig ist. Die arme Hilla. Das sag ich auch, aber man muss doch auf dem Teppich bleiben, auch wenn es einem noch so beutelt. Wem sagen Sie das? Das habe ich mir eh gedacht, dass Sie das bald kneißen werden, weil schließlich sind Sie ja auch nicht ohne Schuld und Sühne. Ja, bitte, Frau Sokol, ja. Das ist ein Buch, das lässt mein Englisch schon seit einem Jahr. Aber was er mir erzählt hat, kommt da überhaupt kein Kammersänger drin vor. Frau Sokol, ja? Bitte, ja. Reden wir jetzt über wichtige Dinge, die also die Gegenwart betreffen. Also mittendrin, ne, Frau, aber Sie unterbrechen mich ja dauernd, ne? Also, bitte. Ja. Sie glauben, der Eskimo, der kommt her? Ja, das glaube ich schon. Also, ich glaub's. Sie will ihn der Familie vorstellen, dann haut's das ganze warme Klumpert in den Koffer und ab. Weg ist sie. Aber ich auch, weil ich bring das dem Herrn Sektionschef nicht bei. Der hat ja keinen Humor. Ja, aber ich auch nicht. Nein? Nehmen Sie das ernst, was Sie mir da erzählen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist ein Missverständnis wird. Das holt ihn nicht aus. Frau Sokol, ich habe jetzt vollkommen umdisponiert. Ich glaube, ich werde doch einige Brötchen essen und auch eine Mehlspeise. Entschuldigen Sie, ich habe das Gefühl, haben ich werde Kräfte brauchen. Ja, haben Sie die Kräfte, braucht man immer. Ja, Martin. Josef, der ist Toto. Larry Fitti, ich gratuliere. Was? Ich nix verstehen. Was du wollen? Ah, du hier zusammenräume. Ah, ja. Preis gewonnen. Ich gratuliere. Ach, ja. Ja, da. Auf Zetti. Erster Preis. Frau Larry Fitti. Du sein Italienerin. Nix verstehen, du! Gucken, du! Da! La Fitte! La Fitte? Ja, was du wollen? Ja, da hat man doch so ein Depp am falschen Namen aufgeschrieben. Also, ja, aber die Adresse stimmt doch. Dritter Stock, Tür 10. Jesus, Sie reden Deutsch? Ich schon. Sie auch? Ja. Sind Sie kein Eskimo? Nicht direkt.
Ich komme aus Salzburg. Ja, ich soll nämlich hier ein Foto machen von der Frau Lafitte. Ja, sie hat nämlich den ersten Preis gewonnen, nicht? Moment. Halten Sie ihn ganz ruhig, so bleiben Sie da stehen. So, und jetzt lächeln Sie ein bisschen warmherzig. Von Ihnen schieße ich jetzt das erste Bild. Nix! Ja, ja, und das wird überschrieben, die Perle der Lafitte oder der gute Geist der Lafitte. Sagen Sie mir jetzt, was, gnädige Frau, was für einen Preis hat sie gewonnen, was denn? Ja, eine Reise nach Grönland zur ewigen Sonne. Ach, mir geht auch ein ewiges Licht auf. Ja? Das ist das Ganze, na, da schau ich schäbelt aus. Ja, Sie, entschuldigen, könnte ich mich ausziehen? Ja, da hängen ja. Sie natürlich. Ich bin nämlich sonst so unbeweglich mit der Kamera da. Sie schauen ja aus wie ein Abfahrer. Was? Na ja, ich helfe uns mal da ein bisschen. Na, was so. Soll ich da? Entgleiten soll ich noch? Ein bisschen. Ich muss schon sagen. Da haben Sie einen Haken. Danke. Sie sind wirklich eine fesche Person. Ja, Sie müssten immer lächeln. Haben Sie eine Großmutter in Salzburg? Ja? Dann fahren Sie hin und pflanzen Sie diese. Ja, 83 Jahre, kennen Sie es? Ganz so nie. Die Knefrau ja. Ist da drin. Könnte ja sein, Strobelhaus, vielleicht kennen Sie es. Übrigens, hey, halten Sie mal die Daumen, dass die Kamera glaubt. Ich hab mir's nämlich ausgeglichen, gell? Wissen Sie auch so? Na, und? Der schaut doch aus wie ein Eskimo. Ich wünsche einen wunderschönen Nachmittag. Guten Tag, Sie sind sicher Herr Muxl. Mein Name ist Muxl. Ja. Ja, übrigens, ich gratuliere Ihnen zu dem großen Erlebnis, das Sie jetzt vor sich haben werden. Dankeschön, Herr Muxl. Sind Sie ein Hellseher oder was? Bitte schön, ich bin die Siegerin. Ah, Sie? Mhm. Das macht ja nichts. Na, dann gratuliere ich Ihnen. Danke. Freut mich. Schauen Sie, es kann nicht oft genug gratuliert werden. Ja, ja. Ich sage immer, die Menschen gratulieren ja viel, viel zu wenig. Also habe ich nur mehr gratuliert. Ah, ah. Herr Gemahl. Sind Sie kurzsichtig? Ein bisschen. Stimmt. Ja, mein Mann ist verreist. Ach so. Ja, ich habe also gehört, die haben mich angerufen da vom Reisebüro. Sie machen also jetzt Fotos mit uns, ja? Genau. Ja. Ich soll die Siegerin fotografieren im Kreis ihrer Familie. Ja. No, und dazu dann eine nette Home-Story, ne, wie man so sagt, gemütliche, lustige. Übrigens, no, da werden wir dann alle da ein bisschen da in den Erker platzieren. Ja, ne? Aber es fehlt noch mein Sohn und mein Enkelsohn. Also die zwei haben wir nicht. Den Herrn Gemahl haben wir auch verzichten müssen. Ist ein bisschen wenig. Na, die werden ja sofort kommen. Ach so, ja. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee dabei? Ja, bitte. Und vielleicht ein bisschen Mehlspeis. Oder haben Sie lieber Sandwich? Nein, nee, nichts. Danke. Schauen Sie zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist ja ein altes Sprichwort, nicht? Ja. Also, wissen Sie was? Na? Fangen wir doch gleich mit der Siegerin an. Na ja, bitte ja, schön. Sie sitzen eh schon so schön, ne? Ja. Brillen tun Sie weg. Sollte niemand wissen, dass ein bisschen... Ja, weitsichtig. So. Ja. Warm sind Sie kurz. Also. Wissen Sie was, ne? Jetzt bleiben Sie so, ja. Und dann geben Sie den rechten Arm in die Höhe. Bitte, warum? Nicht fragen, tun Sie sich die Höhe. Das ist mein Markenzeichen auf die Bilder. So, rechts ein bisschen in die Höhe, so. Den linken Arm strecken Sie vor. So. Lachen. So oder so? Na so. Lachen, warmherzig und schauen dabei auf die Hand. Ja, jetzt müssen Sie mir aber wirklich erklären, warum ich warmherzig auf die Hand schauen soll. Schauen Sie, weil dort auf die Hand, da wird dann das große Paket von dem Waschpulver hineingetrickst. So reingezeichnet, wissen Sie? Ach so. Ja, ja. Hineinkopiert. Ja. Kopiert, richtig. Gehen Sie vielleicht gerüst zum Üben. Statt dem Waschpackerl vielleicht diese. Das ist aber, das ist ja wahnsinnig schwer. Das halte ich nicht aus. Nein, nehmen Sie den Blumentopf weg. Bitte sehr. Bitte, ja. Aber gerne, Herr Maxl. Muxl, tanzt du jetzt mit, der stirbt nicht. Der hätte einen riesen Schatten gemacht. Aha. Und ich möchte doch Ihr Gesicht weich und gelöst, so wie unser Waschpulver. Hätte ich auch gerne, ja. Die Frau, Sie. Ja. Jetzt habe ich eine Idee. Na? Wissen Sie was? Na? Sitzen Sie ja noch mitten auf den Tisch. Ja, da müssen Sie natürlich den Tisch anräumen, ne? Aschenbecher weg, Sie können sich da im Aschenbecher sitzen. Gerne, Herr Maxl. Muxl, okay. So, ich soll mich aufhören. Ja, mitten auf den Tisch. Sieh, das ist so gemütlich, werden Sie sehen. Ja, ist gut. Na, den Nageljacke ist auch noch was da. So, wunderbar. So. Hinten, Fenster ist in den Loch da. Können Sie da Licht machen, da hinten, Stehlampe. Ja, bitte, bin schon wieder da. So, wunderbar. So, und jetzt... So, jetzt.
Da ist was, ja, da ist was. Was denn? Das ist ein Büten. Schaut, gehst du raus allein, ist doch meine Frau. Ja, so bitte, Jana. Also, na? Gerne, Herr Muxl, bitte, Sir. So, wunderbar. Bin frei für die gnädige Frau. Jetzt sind sie wieder da drin. Ja, mein Gott, der Arme. Also, ich muss schon zu dir. Entschuldigung, so, ja, wunderbar. Die Rechte, Herr Muxl. So, ja, wunderbar. So bleiben Sie und geben Sie wirklich her. So unbequem. Nein. Also mein Markenzeichen. Rechts so, so ist es so. Ja wunderbar. Ja, und jetzt gehen Sie her dann, so lachen. Richtig, wissen Sie? So, wie, ja. Wie würden wir es lachen? So, warmherzig, Sie wissen. Ja. Schauen runter jetzt auf Ihre Füße. Auf die Füße? Ja. Ja. Ja, aber so, zuerst soll ich auf die Hand schauen, dann auf die Füße. Wie ist das jetzt? Schauen Sie, eine Frau, schwindeln müssen Sie schon ein bisschen. Na, wie soll ich schwindeln? Nicht so, jetzt schauen Sie aus, als wenn Sie eingeschlafen waren. Hm? Na bitte, das geht nicht. Na, keine Frau. Na, schauen Sie, das Kopf halten Sie ein bisschen links. Kopf ist so schräg, ja, Augen weit auf und das linke Auge dann ganz rüber. Ja, da schauen Sie auf Ihren Fuß. Na, das kann ich nicht helfen. Na, weil da kommt nämlich das riesen super Waschpaket hier auf den Fuß. Gehen Sie bitte, ich hätte einen Vorschlag. Ja, bitte. Könnten Sie mich nicht weglassen bei der Fotografiererei? Nehmen Sie doch einfach nur diese Waschpaket. Nein, aber Sie sind doch die Siegerin, gnädige Frau. Moment, schauen Sie noch mal, tun Sie noch mal schnell. Ja, also gut. Sie noch mal, wunderbar. Ja. Das ist griechisch gleich, gell? Ui. Schön mit so Leerraum, oder wie das heißt? Ja, locker. Also, locker. Also locker. Lachen, ja. Und warmherzig lachen, ja. Ja, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Wissen, das geht nicht, nein. Der Sie Hals, mir nicht der Hals, ich der Hals, der geht nicht. Der Hals geht nicht? Der klatscht. Was hat er denn? Der klatscht? Ja. Aha. Das schaut so ein bisschen aus wie ein Pinscher, so ein krank. Nein, nein, nein. Schirr, nein, nein, nein. Schirr, sagst du das? Was so, ist denn? So dann, so gleich haben wir das, meine Frau. So dann, so dann. Nein, nicht werden. So, so. Na, na? Ha, schaut doch schon eher nach was aus. So, nach Angina, habe ich das Gefühl, schaut das aus, ne? Dabei sollten Sie dir laut Prospekt erst im hohen Norden oben kriegen, die Angina. Ach, ernst? Gehen Sie, ich bitte Sie, eilen Sie sich. Ich kann nicht so lang so sitzen, mir schläft ja alles ein. So ist ja eh schon wunderbar. Ich möchte einen Kaffee trinken. So, nein, nein, es ist ja wunderbar, gnädige Herr Frau. Muxl, können so, und jetzt Sie mich zuerst einen Kaffee mit uns trinken? Nein, nein, jetzt bleiben Sie ruhig, gnädige also. Frau. Es ist schon sehr, 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 sehr schön. So? So. Ah, na. Was denn jetzt? Na, das geht nicht. Weil das geht dann nicht. Wissen Sie warum? Das geht nicht, dann wissen Sie warum? Weil da fehlt mir noch irgendetwas. Mir fehlt was. Wissen Sie was? Was? Man müsste merken, dass das Bild jetzt, in dem Moment geschossen worden ist. Natürlich. Ja, ich tue es gleich, mir ist nur so heiß. Wissen Sie was? Ja, mindestens die Jahreszeit müsste man merken. Na, ach das, so. Ja, vielleicht könnten Sie das linke Auge so zwanglos in Richtung Kalender werfen. Das linke Auge zwanglos zum Kalender? Nein, Kalender ist nicht gut. Kalender, das ist zu vordergründig. Plump. Das ist jetzt so plump. Ruhig. Um Gottes Willen nicht rühren. Was ist denn passiert? Das ist ein Geschenk des Himmels. Ja, aber für die Mama, nicht für Sie. Ein Fingerzeig, bleiben Sie genau. Das ach, ist das in die Hand. Bäumkatzerl. Ja. Das ist doch ein Ostern. Wink, dass Ostern ja vor der Tür steht. Ja, am Sonntag ist man grüßenswert. Hallo, Herr Ernst. Ah, das schaut her. Ja, ich warte jetzt ein bisschen, gell? Ich werde euch dann sofort alles erzählen von dem Preisausschreiben und so. So, so wunderbar. So jetzt, nicht, na, das dann brechen wir es halt doch. Ja, brechen wir es so. Nehmen Sie mir. So, und jetzt bitte sehr, jetzt noch einmal. So, ja, und auf die Füße schauen und dabei warmherzig. Herzlich lächeln. Ja. So, Moment, nicht reden, wir haben es gleich. So. Moment, Augenblick. Mir ist schon so heiß. So, einmal, ja. Und jetzt warten wir noch einmal gleich, wird gleich aufladen. Ja. Jetzt noch einmal, bitte ruhig sein. Ja. Warmherzig lächeln, Sie wissen ja. No? Aber jetzt passen Sie also auf. Jetzt? Na, das ist ein Glück. Ich glaube, mir ist ein bisschen fad. Ich werde die Liebe Frau Sokol fragen, ob ich hier vielleicht beim Kaffee trinken kann. Ja, wir wollen aber jetzt wirklich einen Kaffee trinken. Na, bitte, also ein Kaffee trinken ist ein bisschen schwer. Sie können einen Kaffee, aber das muss dann alles wirklich, also Sie dürfen locker, müssen Sie mir bleiben, sehr, sehr locker bleiben. Ah, meine Mama. Schatz, ohne Sie bei Ihrer intensiven Spioniertätigkeit stören zu wollen, liebe Frau Sokol, wollte ich fragen, ob ich Ihnen irgendwie bei der Jausenpräparation zur Hand gehen kann. Dort steht der Kaffee, den können Sie mit hineinnehmen, wenn der mit der depperten Fotografiererei fertig ist. Ah, das wissen Sie. Ich sehe, Sie sind im Bilde. Nix.
Nix im Bild, ich lass mich von dem nicht fotografieren. Sag's, ist das wahr mit dem Preisausschreiben der gnädigen Frau? Wo geht denn das hin? Was heißt denn das? Nach Grönland. 14 Tage Grönland hat sie gewonnen, die Frau Lafitte. Ui, das ist ja eh gleich ums Eck. Sag's, wie fährt man denn dort überhaupt hin? Im 38er bis zum Schottentor. Im Schneider fahren. Wie fährt man fliegen, tut man natürlich. Zum Nordpol, Frau Sokol. 38er. Apropos fliegen. Da kommt mir so in den Sinn. Was denn? Wie oft sind denn Gnädigste schon bei der Führerscheinprüfung geflogen? Das wollen Sie jetzt ehrlich von mir wissen? Natürlich ehrlich. Aber es bleibt unter uns. Dreimal. Na ja. Aber ich gebe nur einmal zu. Sehr gut. Aber ich habe Ihnen was mitgebracht, weil Sie so eine entzückende Person sind. Mhm. Habe ich gedacht, ich... Es ist nur ein Brötchen, wenn ich so herzig bin. Ich küsse die Hand, ich werde dann darauf zurückkommen. Und das möchte ich Ihnen gerne vorlesen, damit es Sie tröstet. Bin ich neidisch. Endlich geschafft. Nach 3000 Fahrstunden in 29 Jahren gelang es Betty Tudor, 51, im 14. Anlauf den ersehnten Führerschein zu erwerben. Drei Fahrschulen hatten Englands schrecklichste Fahrschülerin bereits hinausgeworfen. Ein Lehrer landete in der Nervenheilanstalt. Sein Kollege, Colin Whiting, 30, aber hielt durch. Obwohl, sagt er, obwohl auch ich Angst hatte, in der Klapsmühle zu enden. Viel sinnfreilich hatten weder Mühe noch Geldaufwand. Führerscheinbesitzer Betty Tudor gestand schon jetzt, dass sie sich niemals allein an ein Lenkrad setzen würde. Na, das ist was, das ist was. Wenn Sie die aufholen wollen, dann müssen Sie noch viele, viele Fahrstunden nehmen und ungefähr noch 11 Mal zur Prüfung antreten. Ja, und noch ein Millionär muss ich mir umschauen. Wollen Sie noch immer ein Foto machen? Jetzt haben wir schon so viele gemacht. Naja, aber schauen Sie, er hat leider wieder, Sie haben das ganze Motiv durcheinander gebaut. Ja, das ist ein Tohuwabohu, da geht's ja. Naja, Moment, welche Seite? Ich kann ja auf einmal auf die Seite. Ja, auf diese Seite, wunderbar. So wär's, so, naja, das schaut nicht, da schauen Sie aus wie ein Palm, der jetzt ein Palm bei der Kirche, nein, das ist nicht gut. Nein. Das ist schräg so wieder. So? Ja, so, ja, so, nicht vom Gesicht, nicht den Frauen. So, ja, so. Schauen Sie jetzt, ja, ja, Moment einmal. Auge im Blick, so. Was tun Sie da drum bei den Bäumkatzen? Sterne. Nein, Sterne. Ich habe eh Chance, das kann ich nicht wieder anreißen. Also bitte, Tommy, benimm dich jetzt. Ja, bitte. Du schaust eh so müde. Das ist ja wirklich, außerdem soll ich schon lange weg. Moment, ja, ja, nein, das geht nicht. Moment, ich weiß schon, Moment. Bleib's aber ganz ruhig, jetzt probier es nochmal so. Weil das. Nein, nicht. Mir friert schon alles ein. Moment. Ich kann nicht so lange laufen. Moment. Das muss ein tolles Bild sein. Nicht reden, schauen Sie reden. Entschuldige. Na, geh. Mein Gott, hast du noch Augen? Entschuldige. Hallo, Moment, bitte. Ja, gleich. Schauen Sie, das ist ja kein Gaude, Herrn. Das ist ja wirklich ein Job. Moment. Achtung. Achtung jetzt! Ich kann nicht mehr! Moment! Gleich hat das. Es geht nicht, es geht nicht. Warum geht's nicht? Au! Das ist Gott! Das ist mein steirisches Kreuz! Was? Ein steirisches Kreuz haben Sie? Ein steirisches Kreuz! Störisches! Ah, das habe ich vom Tennis spielen. Wollen Sie sich einen Moment hinsetzen? Nein. Ich bin ja im Verlied, jetzt wenn es noch geht. Ich glaube, ich habe mich wegen dem steirischen Kreuz vielleicht. Ich möchte so gerne einen Kaffee. Störisches, ja. Aber Moment. Bitte, gnädige Frau. Es ist nur ein bisschen Nerven, muss man sich konzentrieren, ist ja nicht so schwer. Da müssen alle mithelfen. Na, also gut. Ja. So, noch einmal her. So. Und jetzt. Augenblick, so, Moment. Augenblick. Schon mit der Radio. Die Hand immer, Sie wissen, das möchte ich doch so. Das muss so ganz locker so hin. So, wenn es so hin. Ja, jetzt bin ich nicht mehr locker. Ja, aber gleich, wir sind ja gleich fertig. Ich würde aufs Lachen, wenn ich auf die Hand denke. So wirklich gut aus, ehrlich. Schauen Sie, Moment, was ist denn das? Ja, Heinz muss noch aufs Bild. Ja. Nein, hab ich ganz vergessen. Moment, schauen Sie, Augenblick. Jetzt habe ich es. Was? Jetzt habe ich es ja gleich. Moment, jetzt habe ich es gleich. Nein, das geht nicht. Der ist zu lang. Den schneide ich den Kopf vor. Nein, das dürfen Sie nicht. Wissen Sie was? Nehmen Sie ihn noch nieder. Nehmen Sie ihn noch nieder. Ja. Dann will ich lieber nicht auf dem Foto. Also bitte, Tommy. Ich mach keine Geschichte. Ja, schau, ich habe keine Schwierigkeiten. Nehmen Sie ihn noch nieder, schauen Sie. Sind wir fertig. Na schau, ich hübsch das aus. Jawohl, ja. Wunderbar. Und der Heinz, wo soll denn der? Nein, ich.
Ich muss sagen, es wäre überhaupt nicht schlecht. Warten Sie einmal mit Ihnen. Aber ich komme nicht da. Schauen Sie, es wäre wirklich nicht schlecht. Es wäre wirklich nicht schlecht, wenn sich alle Herrschaften, auch die Dame, neben links und rechts von der Preisträgerin niederknien würde. Das wäre sehr lieblich. Schaut außerdem sehr gefällig aus. Ja. Und ich bringe alle drauf. Ne? Das ist vor allem wichtig. Ne? Ja. Na, und was ist jetzt mit dem Heinz? Frau Lassens, Oh ja, er wäre fast mein, wie sagt man, der Schwiegerenkelsohn geworden. Schwiegerenkelsohn, wären Sie beinahe? Beinahe. Ja. Da muss er raus aufs Bild. Wenn es so gestört hat, kann er sich, aber sitzt eh schon. Ja. Aber ich würde sagen, nicht sitzen, ich sage mir, er muss auch knien. Allerdings nicht, also wenn jetzt alle knien, ob das Bild nicht einen zu großen religiösen Stich kriegt. Ja, das kann sein. Und der Heinz dabei ist dann, glaube ich, nicht. Herr Wutzel, das ist eine super Kamera. Haben Sie die auch beim Preisausschreiben gewonnen? Nein, das schon Nein, jetzt bitte, wenn ich bitten darf, Moment. Ihr müsst das schon ernst nehmen. Ja, freilich. Das ist ernst. Wissen Sie was? Ja. Jetzt bleiben Sie alle ganz, ganz ruhig. Ja. Und dann, wo soll man hinschauen? Das ist wieder schon längst weg. Wo soll man hinschauen? Nicht wo hinschauen. Nicht hinschauen brauchen Sie jetzt nicht mehr. Jetzt kommt was ganz anderes. No. Ja. Gnädige Frau, jetzt schaut alle nach oben. Blick nach oben. Ja. Was? Und jetzt noch drehen Sie so. Und jetzt nach oben und warmherzig lächeln. Warum soll man nach oben lächeln? Kommt ja, weiter oben kommt die super Waschtrommel doch hinein. So, eins, zwei, drei. Was ist denn gefrasst? Ja, warum geht denn das gefrasst nicht? Jetzt geht das Kastel immer. Ja, Himmelsakrament, was hat denn dieses Kastel? Also, warum blitzt denn nicht? Ja, aber um Gottes Willen, entschuldigen Sie, ich weiß ja nicht. Ach so etwas. Das wird hin sein. Was heißt hin sein? Das ist ein schlechtes Material. Ja, bei meinem Freund, der Fotostrang in Salzburg mitgeht. Wissen Sie was? Den zerlege ich! Ich habe das ganze Kastel hier! Bitte setzen Sie sich hin. Ich werde Ihnen meine Privatfotos schicken. Sie brauchen die nicht mehr zu machen. Aber und jetzt bitte trinken Sie mit uns Kaffee. Sie müssen sich beruhigen. Zeit für den heißen Kaffee muss doch weg. Nee, die Frau, ich habe heute noch ein Tennismatch in Gneis am Abend. Und morgen muss ich in eine Stunde. Also dann laufen Sie, Schauen Sie, wir haben ja alles da. Es ist ja alles da. Hier, was ist hier zum Beispiel, das sind, passen Sie auf einmal, das sind Flugtickets, dann sind die ganzen Bons. Das ist Übernachtung, dann für die Mahlzeit, also Mahlzeiten, nicht? Ja, und hoffentlich. Dann kriegen Sie jeden Tag einen Alaska-Drink und da beidelt Sie. Warum ist der so kalt? Na, so 70% Alkohol. Und dann können Sie noch mit den hoteleigenen Motorschlitten können Sie dann eine Rundreise ins ewige Eis machen. Aber ich würde empfehlen, müssen Sie ein bisschen was draufzahlen. Nehmen Sie die Polarhunde, das ist einmalig. Wieso? Allerdings. So heilen die. Die sind die Hunde. Aber schön ist romantisch. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, die Frau, die Siegerin. Ich küsse die Hand. Also Sie waren die Beste und Schönste, was ich wollte. Herr Riesmann, Sie hören noch von mir. Alles Gute. Wiederschauen. Sie wollen einer. Soll ich Sie Ihnen ausbringen? Das ist eine Familie. Alle aufgeschlicht gewesen und dann nichts. Hast du was? Niemand da. Mein Gott, Kinder. Ihr werdet mich sicher auslachen. Es war wirklich mein Traum, mein Lebenstraum, einmal die Mitternachtssonne zu sehen. Also meine liebe Mama, ich lach dich nicht aus. Ich kann mich noch genau erinnern, wie oft du von diesem Traum geschwärmt hast. Ja. Ich verstehe. Vielleicht ich schaue, ob sie irgendwas mit dem Kaffee schon tut. Ja, schau. Aber vielleicht ist die Frau Sokol schon so weit. Liebe Frau Sokol. Gerade aufmachen. Gerade aufmachen. Das schaut aus. Die Osterpinsel. Ja, und die Heringe kann ich mir jetzt einmagerieren. Die Rollmöpse wird doch keiner mehr essen. Aber wer weiß, nicht verzagen, Frau Sokol, wer weiß. Du, Mama, also ich verstehe dich wirklich nicht. Jetzt, wo du knapp vor der Erfüllung deines Lebenstraums bist, wie du gesagt hast, jetzt
Jetzt jubilierst du nicht. Ja, das gibt es. Bist du eher traurig? Sowas. Es gibt eine. Man kann sich so überfreien, Annette. Überfreien? So wie man sich überfressen kann, kann man sich überfreien und fällt dann so in eine tiefe Depression. Ich kenne das. Ja, aber das du hast einen Traum gehabt und jetzt fürchtest du dich vor der Realität. Ja. Genau. Das ist es? Genau. Naja, also erstens mal diese blöde Fotografiererei. Ja, gut, der ist ja weg. Na schön, gut, das war nicht wichtig. Das war ja nicht wichtig. Die müssen ja ihre Reklame machen. Ja, natürlich, die müssen nur Reklame machen. Aber wisst ihr, nein, ich muss das erklären. Hoffentlich versteht ihr mich, Kinder. Wenn ich an die Mitternachtssonne gedacht habe und an diese Gegend da oben, da war ich eigentlich fast immer ganz allein. Naja, eben allein mit der Natur, die da so schön ist. Diese Farben sind doch so herrlich und... Jetzt, ich weiß nicht, wie der jetzt da war, wie er angefangen hat, mir da von seinen Alaska-Drinks zu erzählen und von den Motorschlitten und von den heulenden Hunden. Ich habe das Gefühl, nein, so kann mein Traum keine Wirklichkeit werden. Das ist naja, unmöglich. Aber was weiß denn der Trink deinen Kaffee, Hila, komm, lass die Katzeln aus. Schau, ja. Ist nicht schöner. Darf ich mir das Gestrüpp abnehmen, liebe Frau Lafitte? Gestrüpp, sagt er. So können Sie sehr schwer hier aus. Entschuldige, dann ist deine... So. Der Ernst ist für dich gebracht, Hela. Ja, das sind unsere Ostervorboten, ne? Wir machen einen Osterbaum. Ich habe unten schon viele Eier, die haben wir ausgeblasen, dann haben wir sie gemalt. Alles für dich. Danke. Ihr wart furchtbar lieb, ich danke euch noch vielmals. Ja, waren Sie diese ganze Grönlandreise nicht mehr so reizt? Und da gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, sich das finanziell... Ja, natürlich gibt es die. Aber nein, gibt es kein Geld, aber ich würde eine Küchenmaschine bekommen. Na, also, das ist doch eh so. Das ist doch eh so eine Grönlandreise. Was ist für eine Grönlandreise eine Küchenmaschine? Die Reise brauche ich immer mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe so lange an diese Reise gedacht, dass ich sie eh schon hinter mir habe. Ja, aber die Sache mit der Küchenmaschine hat auch einen Haken. Die hat ja einen Haken. Aber die hat ja 38 Teile, hat man mir gesagt. Da kündigt mir die Frau Sokol ihre Freundschaft. Oder wir müssen eine andere Wohnung, eine größere Wohnung. Na, das wäre doch eine Lösung. Also wenn du nicht nach Grönland fahren willst, du willst nicht. Nein, ich will nicht. Dann habe ich einen Vorschlag. Na. Wenn du einverstanden bist, Ernst, dann nehmen wir die Hälfte von diesen Teilen von der Maschine. Mhm. Und dann tauschen wir. Nach einiger Zeit tauschen wir es aus und... Einverstanden? Ja, na wunderbar, das ist doch die danke, Lösung. Das also siehst du... Die Küchenmaschine, die soll dein geringster Kummer sein. Eine Küchenmaschine statt einer Grönlandreise. Ja, schlimmstenfalls macht die Mama dann aus dem ewigen Softflash halt ein Mousse. Ewiges Eis. Ja. Und sag, wenn ich jetzt den Herrn Wutzel oder Muxel oder wie der heißt, wenn ich den jetzt zurückziehen könnte und ihm sagen könnte, passen Sie auf, wir haben da so ein Gewirkst mit der Küchenmaschine, das ist doch nicht die richtige Lösung. Grönland kommt nicht in Frage. Würdest du dir dann eine andere Reise wünschen? Wenn Tiefe Einsamkeit, wo, ich weiß nicht, nach Südsee. Lieber Ernst, ich will nicht, es geht mich nichts an, aber du hast mir heute Vormittag im Geschäft gesagt, dass du von deinem Vater einen sehr wesentlichen Auftrag gekriegt hast. Richtig, ich danke dir, dass du mich daran erinnerst. Das solltest du nicht vergessen. Wenn ich das vergessen habe. Ja? Ach, ohne dich. Ach, wäre ich erledigt. Ja, ich muss die Uhren umstellen, weißt du? Ja. Sommerzeit ab 2 Uhr früh. Und ich habe gedacht, ich mache das lieber jetzt, denn... Hallo, hörst du mich noch? Du bist vollkommen weg. Wenn ich um 2 in der Früh heute komme, die Uhren umstellen, ich glaube, das wäre doch nicht recht. Aber hau ich dich raus. Haust du mich raus? Ja, dann komme ich erst gar nicht. Dann gehe ich die Uhren stehen. Ich fange jetzt gleich einmal an. Ja, bitte. Da drinnen im... Hallo, hier bei Lafitte. Ja, Papa, du bist es. Grüß dich Gott. Na ja, das Telefon steht doch an deinem Schreibtisch. Was tue ich an deinem Schreibtisch? Ich verstell die Uhren und jetzt fange ich an mit der da. Was? Samtpfoten. Ja, selbstverständlich werde ich sie mit Samtpfoten verstellen. Nein, der ist nicht da. Aber der Guido ist nicht da. Aber das ist doch ganz natürlich, sonst würde er doch, nicht? Die Uhr verstellen, laut deinen Auftrag. Das ist doch die Hierarchie. Wenn du nicht kannst, dann macht's der Guido und dann erst in dritter Linie darf ich an der Uhr. Ja, mach ich. Ja. Nein, verreist ist niemand. Nein, nicht einmal nach Grönland, was? Nein, das ist ein Witz. Zugegeben, blöd. Ziemlich blöd ist der. Ja, leb wohl. Wir freuen uns schon sehr auf dich. Jetzt der Gute. Also, Papa. Ja, sag ich, ja.